Beim Spitzenspiel in der Kreisliga 1 trafen die beiden noch ungeschlagenen Mannschaften des Post-SV Augsburg 4 und der Polizei-SV Königsbrunn aufeinander. In einer freundschaftlichen Atmosphäre kam es zu einem Spiel mit kuriosem Verlauf. Doppel 2 durch Sonnenrock, Doppel 3 durch Sonnenrock. Wir spielen auf den beiden Tischen, rechts von mir Tisch Nummer 1. Beginnen wir mit der Begegnung Schulz-Bichter gegen Siegwald Weser, wo ich euch vorzuzählen, und links am Tisch Nummer 2 mit der Begegnung Ruf Sommerrock gegen Weiser Kinde, wo wir den Schulz-Bichter stellen wird. Ich wünsche euch viele spannende Spiele. Das Spitzendoppel des Post-SV, Sven Schuld und Jürgen Bichtel, waren gegen Florian Siegwart und Marion Weiser favorisiert. Auf Tisch 2 bekamen es Rainer Ruff und Frank Sommerrock mit dem Spitzendoppel der Gäste Daniel Weiser und Patrick Kindle zu tun. In einer spannenden Endphase konnte sich das Postdoppel mit schönen Ballwechseln überraschend durchsetzen und so Selbstvertrauen tanken. Mit einem knappen 11:9 wurde der Grundstein für den weiteren Verlauf gelegt. Nachdem Jürgen und Sven auch den ersten Satz für sich entscheiden konnten, waren die Zuschauer zufrieden. Im weiteren Verlauf sorgten Rainer Ruff und Frank Sommerrock mit ihrem Sieg überraschend für die 1:0 Führung. Dem wollten Sven und Jürgen nicht nachstehen. Mit ihrem 3:0 Erfolg stellten sie das Ergebnis auf 2:0. Mit einem 2:0 im Rücken starteten die Routiniers Günther Augustin und Walter Zenz furios. Doch Corbinian Kranzfelder und Daniel Ruder sorgten dafür, dass der Vorsprung stetig schmolz. Am Nebentisch bekam es Rainer Ruff mit Florian Siegwart zu tun. Inzwischen hatten die Post-Oldies sich auch nach anfänglichem Rückstand den zweiten Satz gesichert. Ein
ein Spiel mit Höhen und Tiefen, muss dir Rainer Ruf durchlaufen. Der erste Satz ging verloren, neun. Satz 2 und 3 konnte Rainer für sich entscheiden. Nach einem erneuten Rückstand konnten sich Günther und Walter auch den dritten Satz sichern. Ein 3:0 nach dem Doppeln hatte niemand erwarten können. Ein Wechselbad der Gefühle durchlief Rainer Ruff. Eine 4:0-Führung reichte im vierten Satz nicht. Er musste diesen Satz noch mit 6:11 abgeben. Den fünften Satz musste trotz einer 8:2-Führung bis zum Schluss gezittert werden. Jawohl! Sie schlechter Fußballer. Am Nebentisch hatte Sven Schuld mit dem Spitzenspieler der Gäste, Daniel Weiser, große Mühe. Trotz einiger sehenswerter Ballwechsel blieb ihm der Erfolg verwehrt. Der Sieg von Daniel Weiser schien das Startsignal für eine Aufholjagd zu sein. Auch die Routiniers Günther und Walter konnten nur je einmal punkten. So kam es am Ende zu einem leistungsgerechten 8:8 Unentschieden. Die Tabelle zeigt, es ist noch alles drin.